Ja, stand halt der Spaßfaktor im Vordergrund und das hat sich jetzt gewandelt in den letzten Jahren. Und ich sag mal, mittlerweile bin ich auch 31 und da möchte ich gerne Spaß haben, wieder mit richtigen Typen spielen, mit Freunden, ehemaligen Mitgefährten und ja, das ist ein Glückgrund für den Wechsel. Wenn du das jetzt schon so ansprichst, warum ist das aus deiner Sicht gekommen, dass das so abhanden geworden ist? Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, ist das tatsächlich, weil der Amateurfußball ja, versucht professioneller zu werden, obwohl er es eigentlich gar nicht kann? Genau, korrekt. Das ist, wie gesagt, jeder Verein, ob es ein Dorfverein ist, ob es ein Hauptstadtverein ist, versucht irgendwie auf professionelle Ebene zu fahren. Und wie gesagt, die meisten haben nicht die Fachkenntnis und die Möglichkeiten dafür. Mhm. Und dann ist das halt nichts Ganzes, nichts Halbes und dementsprechend, ja. Sitze ich jetzt hier und wechsle zu ETSV. Mein Reden, ich sehe das ja ähnlich. Manchmal ist weniger auch mehr. Korrekt. Weniger mehr war deine Zeit in Dassendorf allerdings nicht, denn die war ja doch überaus erfolgreich, die 4 Jahre, wo du da warst. Wie behältst du diese Zeit in Erinnerung? Ihr habt ja auch unter anderem hier im Verlies, wirst du dich sicherlich daran erinnern, meine Meisterschaft gefeiert. Ja, das stimmt. Alles. Wahrscheinlich, im Idealfall erinnerst du dich nicht mehr an so viel. Nee, das ist nämlich das Ding. Das sehe ich heute das erste Mal nüchtern, muss ich ehrlich zugestehen. Ich glaube, als sonst nüchtern kommt man hier nicht so oft rein. War eine schöne Zeit. Ich war froh, dass ich dem Verein halt aus der grauen Tristesse der Landesliga mithelfen konnte, in die Oberliga aufzusteigen und dann da erfolgreich Fuß zu fassen. Das war eine schöne Zeit, eine sehr schöne Zeit. Kropa wird es bestätigen. Ja, war super. Also ich sehe nur einen schwarzen Schatten. Ja. Der größte ist es. Ja, da war doch der Ruf, da war doch der Ruf. Und trotzdem kam es dann im Winter 2016 dazu, dass sich die Wege getrennt haben. Da gab es ja ein paar kleinere Vorkommnisse. Hättest du dir jetzt im Nachgang den Abschied doch ein bisschen anders gewünscht? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Abgang war nicht dem würdig, aber da bin ich auch selber schuld. Da war ich noch relativ grün hinter den Ohren und habe auch einige Fehler gemacht. Nun war ja diese Zeit in Dassendorf auch sehr lang. Ich meine, 4 Jahre ist für einen jungen Spieler oder halbwegs jungen Spieler doch relativ viel. Dann kam ja Condor, Kurslag, Vorwärts Wacker und jetzt auch noch Lohbrügge. Aber so richtig heimisch geworden bist du bei all den Clubs irgendwie nicht mehr, ne? Nee, das stimmt. Also für 4 Jahre hat es nicht mehr gereicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Das hatte ich jetzt eigentlich bei Lohbrügge vor, ehrlich gesagt. wie man auch nichts, ne? Nee, leider nein. Wie man so schön sagt, geht man ja immer zurück zu den Wurzeln, wo man angefangen hat, das Fußball zu spielen, zu erlernen. Und ja, wie gesagt, erfolgreich waren wir. Nun, ja, dass sich jetzt leider so kurzfristig dann doch die Wege trennen. Woran lag's? Wie gesagt, an der Freude, am Spaß, beim Hobby. Waren auch jetzt hier Funktionäre, Trainer mitverantwortlich, weil das hängt alles zusammen, ne? Genau, wie du schon sagst, es hängt halt alles zusammen. Das ist halt so ein, also es passt nicht mehr und du hast einen Strich. Genau, gemacht. Korrekt. Alles gut. Und trotzdem war die Zeit in Lohbrügge ja erfolgreich und ihr hättet ja tatsächlich sogar schon letztes Jahr aufsteigen können. Ja. Das habt ihr ja sensationell gegen die Endmannschaft aus Tornisch, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern die haben ihre Mallorca-Glücksende immer dabei gehabt in den Auswärtsspielen. Ja, doch auf relativ unrühmliche Art und Weise, kann man sagen, verkackt. Ja, kann man. Ja, wie blickst du darauf zurück? Ja, was würdest du sagen? Wie halt so ein Spiel laufen muss, die Jungs kommen direkt aus Mallorca zum Anpfiff so gefühlt. Also quasi aus dem Bierkönig, genau, vom Tisch. Wir vom Trainingsplatz und ja, nach 4 Sekunden steht es 0-1. Natürlich der Matchplan über den Haufen geschmissen. Rennen an, schaffen das nicht, ein Tor zu machen, kassieren das 2-0 in der zweiten Halbzeit, kommen dann zwar wieder nochmal ran, die letzten 10 Minuten. Machen dann noch in meinen Augen ein reguläres Tor in der Nachspielzeit, aber... Also wäre ja dramatisch noch fast. Genau, aber sollte halt nicht sein. Weil solche Schlachten hat man am Lokstädter Steindamm ja auch schon öfter erlebt. Genau. Unter anderem im Pokalfinale. Fallen immer mal gerne späte Tore. Aber jetzt hast du ja dann ein bisschen den Abstand und wirst es dann ja sehen können, je nachdem, wann wir dann überhaupt Oberliga spielen können oder generell, wann wir überhaupt wieder Fußball spielen können. Liebe Grüße an den Hamburger Senat. Training könnt ihr übrigens gerne wieder erlauben. Wäre ganz nett. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen geht es nämlich auch. Was traust du Lohbrügge zu in der Oberliga? Ja, die werden auf jeden Fall nicht um Abstieg spielen, die werden da eine gute Rolle spielen. Ich gehe mal davon aus, dass sie so unter den ersten 10 auf jeden Fall landen können. Mhm. Das ist ja eine Mannschaft, die gespickt ist mit mittlerweile mit guten Oberligaspielern, erfahrenen Spielern, auch teils von Dassendorf, einen ganz guten Charakter geholt, ja. Und deswegen, also. Sogar einen ganz vernünftigen Torwart. Genau. Ja.
Herr Grune. Und wenden wir uns mal so ein bisschen zu deiner neuen Aufgabe zu ETSV. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen erklären? Du hast schon ein bisschen gesagt, ja, also ich möchte den Spaß wieder, diese Leidenschaft, die muss wieder da sein. Aber warum passiert das gerade beim ETSV? Also nimm vielleicht mal ein bisschen die Leute mit, die das noch nicht mitbekommen haben, was da im Moment los ist. Ja, im Moment ist da einiges los. Da sind ja jetzt 8, 9 Spieler vom Ham United hingewechselt, also alles gestandene Oberligaspieler. Alles Top-Charaktere, ungefähr mein Alter, also wir können sagen, wir sind eher eine Ü30-Truppe da mittlerweile, aber gut, genau, sind gestandene Spieler, ehemalige Weggefährten von mir, von Condor, von Koslak und ja, mit denen konnte ich schon früher ganz gut, kann jetzt noch immer ganz gut und jetzt wollen wir nochmal ein Jahr, mindestens ein Jahr zusammen. Du wirst ja nächstes Jahr, nächste Woche 32. Korrekt. Wie siehst du denn künftigen für die 3-4 Jahre den Werdegang bei dir? Weiter spielen noch? Auf jeden Fall. Also ich meine noch 3-4 Jahre so? Nee, 3-4 Jahre soll es nicht werden. 3 Jahre peile ich schon an, ja, wenn die Knochen das mitmachen. Bis jetzt hatte ich toi 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 keine größere Verletzung. Von daher hoffe ich, dass es so bleibt und ja. Und mit dem jetzt ETSV Hamburg, was sind so die Ziele? Ja, wenn du einen Spieler nach den Zielen fragst, darf er natürlich nicht antworten. Wenn du jetzt hast bei dieser Mannschaft, ne, und sagst, wir würden dich absteigen, dann wirst du nicht mehr losgemacht. Nein, natürlich nicht. Natürlich wollen wir oben mitspielen und im weiten Sinne aus der Liga raus. So schnell wie möglich. Nach oben? Genau. Nicht nach unten? Nein. Also auch wieder zurück zum professionellen Amateurfußball. Gibt es noch irgendetwas, was du persönlich loswerden möchtest? Machst du den Leuten an dem Monitor sagen, was sie hat hier die Möglichkeit, persönliche Anliegen vorzubringen, und wenn es der Gruß an die Schwiegermutter ist, haben wir auch alle schon gehabt. Gibt es etwas, die Möglichkeit, dich hier zu outen? Nein, Das hast du schon was mitteilen. Das hast du ja schon zu Beginn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, was soll ich sagen? Ich grüße meine Jungs, die sehr froh waren, dass ich hier sein darf und sehr gespannt auf das Interview warten. Ja. Sonst. Okay. Eine Frage habe ich noch. Ja. Gibt es mehr Bier oder mehr Fußball? Beides. Gut. Richtig. Wir haben eine außergewöhnlich gute Kaffeesorte. Das ist die Bohne für harte Nächte. Heißt auch Domino Espresso. Oh. Ist wirklich sehr gut. Und ein spezieller Freund von mir macht das hier. Das ist St. Pauli Coffee. Und wenn du denn Kaffeetrinker bist, ja, und sehr sonst gerne vielleicht deine Freundin oder Frau, und möchten wir dir mitgeben, natürlich mit Handschellen, so wie das gehört hier, ne? Wow, so, Domino Espresso, und dann bitten wir herein unsere bezaubernde Nadine, und ein Applaus, vielen Dank. MyBelt EU, übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. So, und als nächsten Gast begrüßen wir ganz recht herzlich den neuen Trainer vom VfB Lübeck, Rolf Landerl aus Österreich, und begrüßen natürlich Nadine. Bring uns unseren Gast aus Österreich. Applaus. Grüß dich, mein Bruder. Schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Schön, hier zu sein. Wir fangen gleich mal an, während du festgemacht wirst. Erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, danke sehr. Und schon realisiert alles? Ja, ist ja schon wieder eine Zeit lang her, dass man sich an diesen Status gewöhnen hat können. Und ja, oh, ist ja ein guter Einstieg, das ist ja schön, ne? Nein, Einstieg war es nicht, ist mittlerweile mein 5. Jahr dann in der Saison. Naja, aber in dem Profifußball. In dem Profifußball, ja, okay, das, gut. Man muss schon betonen, dass wir schon die letzten 2 Jahre sehr professionell trainiert haben und eigentlich Profistatus gehabt haben, und das ist jetzt das Ergebnis davon. Jetzt hat es ja eigentlich geklappt, Gott sei Dank. Harte Arbeit, ne? Da wollte man hin, ja klar, harte Arbeit. Ich meine, wir haben vor 4 Jahren begonnen, das dem Ganzen eine Idee zu geben, eine spielerische Idee, eine Spielphilosophie zu entwickeln. Und dann haben wir uns Punkt für Punkt verbessert. Ja. Jahr für Jahr.
hättest du es auch noch ein Jahr ertragen können in der Regionalliga? Ich meine, die Finals, also die Finalspiele sozusagen, das war ja eigentlich jedes Jahr eine Machtdemonstration, irgendwie bis auf die Spiele gegen Wolfsburg, die halt immer unfassbar knapp waren. Und am Ende hatte der VfL dann ja meistens leider die Nase vorn aus eurer Sicht. Noch in der Regionalliga wäre hart geworden, oder? Wäre hart geworden, klar. Ich meine, nichts gegen kleineren Vereine, die das wirklich heutzutage hervorragend machen. Da sind wir wieder beim vorigen Thema, diese Professionalisierung des Amateurfußballs. Aber ich sage nicht Nein zum Aufstieg, sagen wir es mal so. Zudem, du warst ja nun auch lange Zeit Profi und hast ja eine bewegte Laufbahn, bist ja durch ganz oder durch halb Europa zumindest hast du gespielt, Portugal, Niederlande, Tschechoslowakei und natürlich deine Heimatland Österreich und zum Schluss beim VfB Lübeck. Hatten dir diese Stationen ein bisschen geholfen jetzt bei deiner Tätigkeit als Trainer? Ja, natürlich. Ich meine, wenn du dann dich entscheidest, Trainer zu werden, dann nimmst du natürlich von vielen Stationen etwas mit. Nicht immer nur gute Sachen, ich glaube, dass man auch sehr viel lernt von Sachen, wo man sich damals schon realisiert hat, okay, die würde ich gerne anders irgendwann mal machen, aber ja, man nimmt überall was mit. Ich hatte auch sehr interessante Trainer mit Karl Prüfner, mit Bert van Marwijk, mit Willem van Hanegem, also hervorragende Trainergrößen und Persönlichkeiten, und da kann man sich schon das eine oder andere abschauen, klar. Ja. Und 2016 bist du ja dann zurückgekehrt zum VfB. Hast du in dem Moment, als du beim VfB unterschrieben hast, dabei, dass dieses Ziel dritte Liga war ja irgendwie schon immer klar, hast du gedacht, dass es so lange und so steinig werden wird, dieser Weg, dass es tatsächlich 4 Jahre dauert, bis man diesen Sprung wieder zurückschafft? Ich meine, da gehört der VfB ja eigentlich hin. Also keiner will eigentlich einen VfB in der Regionalliga, sondern klar, in der dritten. Ja, aber klar erhofft man sich, dass das Ganze schneller passiert, aber wenn man dann sieht, wo wir gestartet sind und was für Strukturen wir gearbeitet haben, das war wirklich Semi-Professionalität, muss man schon dazu sagen, dann wundert es mich im Nachhinein nicht. Klar ist dieses Traumdenken da, auch Traumdenken der Fans, wenn du dann mal mit so einem, sagen wir, kleinen schlafenden Riesen, wie ich das gerne nenne, hier im Norden, zwei, dreimal hintereinander gewinnst, dann ist die Emotion und die Euphorie gleich riesengroß und jeder redet vom Titel, aber insgeheim weiß man schon, dass das ein weiter und harter Weg ist. Ich meine, du wirst nicht jedes Jahr Meister und das ist schon kein Zufall. Wie seid ihr denn jetzt mit dieser Corona-Krise umgegangen? Die lange Spielpause, um es mal so zu sagen. Und das ist ja auch im Amateurbereich ist es eine andere Geschichte, nachher dann individuell zu trainieren, so wie das die Profivereine machen. Wie habt ihr das beim VfB Lübeck? Ja, die Möglichkeit für Cybertraining hatten wir nicht. Wir haben dann per WhatsApp-Gruppen Trainingspläne verschickt und geschaut, dass die Jungs so gut wie möglich fit bleiben. Schlussendlich konnte man dann wieder auf den Platz gehen, aber dann konntest du nur in Fünfer-, Vierer-Gruppen trainieren. Hat dann nicht wirklich etwas mit unserem Sport zu tun, wo du Körperkontakt brauchst und auch fürs Training brauchst. Irgendwann geht er dann der Schmäh aus, wie es so schön heißt bei uns in Österreich. Mit Passformen, mit Spielformen auf Distanz, das ist mühsam, das ist nicht unser Sport und deshalb bin ich froh, wenn es jetzt diese Lockerungen gibt. Das ist ja als erstes durch den Kopf gegangen, als feststand, dass ihr aufsteigt. Geil, wir haben es geschafft. Wenn man dann auch wurscht wie, weil wir sind zu Recht darauf gegangen. Wir haben über das ganze Jahr 2019-20 die meisten Punkte geholt und sind zu Recht über den Quotienten dann aufgestiegen. Und trotzdem haben ja einige Vereine nochmal versucht, so einen Stein rüber zu kriegen zu euch und euch doch noch sozusagen die Meisterschaft streitig zu machen. Hast du so einen Moment dann, also da gab es ja ganz wilde Spekulationen, wo man auf einmal so gedacht hat, wie kann denn das sein? So, erzähl mal, das nicht, was es ist. Genau, also für dich vielleicht auch, Kalle, Lübeck hatte ja den höchsten Quotienten, wie du eben schon richtig sagtest, und dann gab es auf einmal aus Wolfsburg die Idee, auch Aufstiegsspiel zu machen zwischen Lübeck und Wolfsburg, obwohl Lübeck den klar besseren Quotienten hat. So, und die ganzen NLZ-Vereine, korrigier mich, die haben dann in der Sitzung auch noch dafür gestimmt. Außer Holstein Kiel. Notabene unser Erzfan. Vielleicht Schicksal, ihr habt ja dann auch noch euren besten Spieler dahin, oder wohl besten Spieler dahin verloren, da kommen wir gleich noch drauf. Hast du so ein bisschen dran gezweifelt, dass das eventuell jetzt doch also wieder gegen euch laufen könnte? Weil es war in den letzten Jahren ja eigentlich immer so. Eigentlich hat ja immer irgendjemand versucht, euch das noch kaputt zu machen. Ja, nicht irgendjemand. Ich meine, du musst schon sehen, dass du vor allem als Traditionsverein meistens der Verein bist, den jeder gerne schlagen will. Ich sage immer, wir waren so die letzten Bespaßer der Liga mit dem VfB Oldenburg. Und Meppen, Jahre davor, wo ein paar Leute auf der Tribüne sind, wo gute Stimmung im Stadion ist.
und da bist du nicht, und die auch irrsinnig guten Anhang mitbringen zu den Auswärtsspielen, da bist du natürlich immer wieder die Mannschaft, die gern geschlagen wird. Und dass dir diesen Aufstieg nicht jeder gönnt, das hat man dann, so wie du richtig analysiert hast, gesehen. Ich meine, klar, da gibt es dann schon die Seilschaften im Hintergrund, alte Bekannte, alle Freunde im Hintergrund, die sagen, ey, eigentlich hätte man lieber, dass der VfL Wolfsburg 2 aufsteigt. Mhm. Klar, also ja. das war augenscheinlich, keine Frage. Mit Ahmed Aslan ist ja nun ein, sagen wir mal, leistungsstarker Spieler von euch gegangen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig seid ihr jetzt wieder aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Ich meine, deine Mannschaft, man kann es ja nicht ändern, aber wäre es besser gewesen, wenn es bei euch geblieben wäre in der Mannschaft? Amo? Ja. Also Amo hat zwei sensationelle Jahre bei uns gehabt, hat uns einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir das geschafft haben. Zusammen natürlich mit der Mannschaft, mit der Unterstützung von der Mannschaft, sonst wäre es nicht so gut gewesen. Aber klar, hat mit seiner individuellen Qualität schon einige Spiele entscheiden können für uns. Tut natürlich weh, aber ist verständlich der Schritt, okay? Dass dieser Verein, den er sich ausgesucht hat, Emotionen weckt. Danke. Ja, die Zuschauer sind hier gerne. Ja, aber dafür bin ich ja da, ja, um das zu kompensieren. Das ist sehr schön. Was an meinem Unwissen ist. Ja, genau. Da bin ich auch glücklich. So, ich wollte es anders ausdrücken. Nein, danke so für die Unterstützung. Kann man so ausdrücken. Klar, mich zu meiner Unwissenheit. Ist ihm keiner böse. Ja, also klar, muss man verstehen, ne, wenn er verstehen, das ist zweite Liga spielen kann, ne, den HSV wegputzen. Das ist ja so. Du wirst lachen, das hat er tatsächlich schon mal gemacht, allerdings nicht im Dress, also auch im Dress des VfB Lübeck auch, nämlich im Testspiel vor der in der Winterpause, 5-2, nur mal so nebenbei, aber auch schon im DFB-Pokal mit dem VfL Osnabrück damals. Den hast du von der ersten Runde rausgeworfen, falls du dich erinnerst. Wenn wir gerade beim HSV sein, Drehen Freaker. Ist ja ein ehemaliges Talent vom HSV, der es da aber nicht so geschafft hat, der es bei euch einsteigt. Meinst du, er kriegt nochmal die Kurve? Naja, du hofft es natürlich, sonst hätte ich ihn nicht verpflichtet. Das sind immer, finde ich, interessante Spieler, die geläutert sind, die demütig geworden sind, die relativ schnell hoch oben waren. Und das hat für mich einen gewissen Reiz, solche Spieler wieder in die Spur zu bringen, da diesen Ehrgeiz, diesen Biss zu entwickeln bei ihnen und dass sie es nochmal schaffen, weil dass er ein exzellenter Fußballer ist, das weiß er, aber es gehört halt ein bisschen mehr dazu. Ja. Und dieses bisschen mehr dazu hat vielleicht ein weiterer Neuzugang, den ihr geholt habt. Ich würde ihn als Braunschweig-Legende bezeichnen, Mirko Bolan. Ja. Was versprichst du dir von ihm? Das ist ja also weder ein Spieler, der Amo 1:1 ersetzen könnte, noch irgendwie technisch versierter Spieler. Mhm. Man mag es mir verzeihen, aber es ist ja eher so ein Leader auf dem Platz, ne? Ein Leader auf dem Platz, der viel über die Mentalität, über den Charakter kommt, über die Einstellung kommt, der einen mitreißenden Spielstil hat, der natürlich mit seiner Riesenerfahrung, die er mitbringt, schon die Aufgabe hat, auch die Mannschaft zu führen, Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft mit seiner Erfahrung, ja, Typ Führungsspieler, klar. Gib uns auch ruhig mal einen kleinen Einblick. Ihr musstet einiges umbauen an der Lohmühle. Hast du selber den Rasen abgetragen mit für die Rasenheizung oder ist das erst nächstes Jahr Plan? Also Rasenheizung ist erst nächstes Jahr Plan. Ich habe den Rasen nicht selbst abgetragen. Ich habe in den Jahren zuvor den ein oder anderen Maulwurfshügel platt gemacht. aber ja, das ist ein Blick in die Beginnjahre. Wie das wo war. Der Stadion ist witzig. Ich war letztes Jahr da beim Pokalspiel gegen St. Pauli. Ne? Ja. Ja, jetzt. Riesenstimmung. Ja, genau. Und zu deiner Einstiegsfrage. Klar, man arbeitet mit, man schaut mit, man inspiziert den Rasen, vor allem als Trainer jetzt. Und wenn du Spieler jetzt holst und wenn du in die dritte Liga aufsteigst, so wie wir das jetzt geschafft haben, und wenn du im Profifußball, im bezahlten Fußball gelandet bist, dann müssen diese Rahmenbedingungen mitwachsen und müssen passen. Weil, klar, sonst bist du benachteiligt von Haus. Ja, und jeder Kicker freut sich auf einen geilen Rasen. Ja, wenn der Ball da schön rollt und nicht über die Maulwurfshügel springen muss. Das ist ja ganz klar. Ja, da hast du Bock auf Fußball, wenn du zum Stadion kommst. Der beste Gitarrist kann mit der schlechten Gitarre nichts anfangen. Ist das. So. Nun ist diese dritte Liga gespickt von Traditionsvereinen, muss man ja sagen. Gab jetzt ja gerade am vergangenen Wochenende das Aufstiegs-Abstiegsdrama und so weiter und so fort. Also brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber es kommt ein Verein wie Dynamo Dresden kommt dazu. Ja. Die kommt zu euch an die Lohmühle. Was löst sowas bei dir aus? Also ich glaube, was
Größeres fantechnisch kann man sich ja kaum vorstellen, oder? Das ist klar. Momentan ist es ein bisschen mit einer Skepsis gepaart, sage ich mal, weil du nicht weißt, was mit unserer Corona-Geschichte passiert, wie das weitergeht. Da leidet ein bisschen so die Emotion und Euphorie darunter. Die Planung ist die Euphorie ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich freue mich riesig, wir haben heute angefangen. Nein, es ist die Planung, die man richtig fühlt, ist gehemmt. Ja, genau. Ja, die Planung, beziehungsweise die... Ja, man weiß nicht, wie das dann abgeht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir da drin sind, dass wir gegen solche Vereine spielen können. Und ich habe schon mal letztens gesagt, ich meine, das sind immerhin Vereine, die wie ich ein kleiner Bub war und in Wien der ARD-Sportschau geschaut habe, da waren solche Vereine in der Bundesliga mit Kaiserslautern, mit Duisburg etc., wie sie dann auch alle heißen. Und das ist unglaublich geil, da dann als, leider nicht mehr als Spieler in dieser Liga, aber dann als Trainer dahin fahren zu dürfen. Das ist cool. Immerhin nicht mehr so viel aktiv auf dem Platz, nicht mehr so viel laufen. Ja, immerhin. Obwohl ab und zu juckt es so durch die, ich wollte gerade sagen, durch die Coaching-Zone. aber ihr müsst ja wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen was machen am Kader, oder? Oder würdest du sagen, das ist, also dritte Liga, das ist ja schon ein Sprung. Man sagt ja nicht nur, der Sprung aus der Oberliga in die Regionalliga ist riesig, sondern ich glaube, der aus der Regionalliga in die dritte Liga ist nochmal deutlich größer. Das hat man an Vereinen wie Jena und Chemnitz gesehen, die, glaube ich, auch eigentlich ganz gut aufgestellt sind sonst grundsätzlich, aber selbst die haben es dann doch schwer in dieser dritten Liga. Was muss aus deiner Sicht noch passieren? Ja gut, wir sind noch klar auf der Suche nach einem gestandenen Verteidiger. Wir sind natürlich auf der Suche, zu deiner Frage vorher, Kalle, diesen Amo Aslan-Ersatz unter Anführungszeichen, da sind wir auf der Suche. Und wir brauchen auch noch den einen oder anderen U23-Spieler, weil da gibt es ja auch wie in der Regionalliga die Regelung mit den 4 U23-Spielern, die am Blankett draufstehen müssen. Und das dürfen keine Platzhalter sein, sondern es müssen Burschen sein, die tatsächlich eingreifen können und die du bringen kannst. Mhm. Also das Aufgabengebiet ist schön, aber wir haben, wie gesagt, Zeit noch ein bisschen. Und seid ihr da schon an welchem dran? Kann man da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Na, darf ich nicht. Leider. Okay, das verstehen ist, wir, wollen auch nicht weiter drängen. Gibt's einen auf den Deckel vom Sport. Aber ich muss auf der anderen Seite muss ich auch fragen. Ja, natürlich. Ich würde es auch gern sagen. Nein, alles gut, das soll alles vernünftig sein. Rolf, gibt es irgendwie, auch du hast natürlich die Möglichkeit, irgendetwas loszuwerden, was dir auf dem Herzen liegt, wenn dir dann jemand auf dem Herzen liegt, oder jemanden zu grüßen. Gibt es irgendwas, was du der breiten Öffentlichkeit mitteilen möchtest? Na, ich empfehle wirklich jedem, der noch nicht hier war, sich das mal anzuschauen. Auch schönen Gruß an meine Freunde in Österreich, in Wien und in Kärnten. Wenn ihr auf der Reeperbahn seid, das nächste Mal kommt hier zu Kalle her. Das ist echt sensationell, was er hier zu bieten hat. Wir haben eine kleine Und probiert es auch vielleicht das ein oder andere Mal aus. Wir haben ja vorher eine kleine Führung gemacht, weil die Location ist natürlich die amtliche SM-Location, aber gleichzeitig machen wir unter dem Namen Das Verlies, wo wir jetzt hier diese Talkshow machen, machen wir auch Veranstaltungen, Partys. Wie gesagt, wir hatten hier die TuS Tassendorf Meisterfeier, Pokalfeier gehabt. Wir haben ja auch... Aftershows gehabt und solche Geschichten. Das heißt, es wird nicht nur als SM genutzt, aber natürlich auch als SM. Und da haben wir vorhin einen kleinen Rundgang gemacht, um das Normale den Leuten zu sagen. Und dann freut mich ja, dass du da uns sehr angetan warst. Das weckt schon die ein oder andere Fantasie. So soll es auch sein. So soll es auch sein. So. Da ist die Location für die Nicht-Abstiegsfeier, des VfB Lübeck schon gebucht. Ich wollte es als festes Trainingslager für den HSV einführen, aber dann wären sie nicht abgestiegen, glaub es mir. Wurde noch nicht gestartet wahrscheinlich. Nee. Die haben sich damals sogar geweigert, um hier zu einer Morgenpostparty zu kommen, weil sie sagen, nee, da kommen keine Schwänze, dann kommen wir nicht hin. Da musste sich halt die Morgenpost gegen mich entscheiden. Das ist amtlich, wirklich wahr. Weil ich eben gesagt habe, hier, die Leute gehören hier rein, dann hier 40 Hiebe in Ketten legen und so, und dann funktioniert es. Aber auf mich hört ja keiner. Mein Lieber, ich hoffe, du trinkst auch gerne Kaffee oder deine Frau vielleicht. Sehr, sehr gerne. Wir haben hier, wie gesagt, diese extraordinäre Domino Espresso Kaffeebohne. Die Bohne für harte Nächte, auch geil, ne? Die auf jeden. Und dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir und bei dem Rolf. Einen brandenden Applaus. Und ich bitte unsere saubere Nadine auf die Bühne. Da ist sie wieder. Wow. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Okay, und nun, meine Lieben, ich habe seit
2,5 Jahren machen wir diese Sendung jetzt. Und seit 2,5 Jahren habe ich versucht, ihn als Gast zu bekommen. Und jetzt hat er endlich zugesagt zu unserer Sendung. Und ich bin sehr, sehr froh, heute Thomas Helmer vorzustellen. Nadine, Applaus, Applaus! Bring uns unseren Thomas! Wow! Da ist er! Unser Vollprofi, Europameister, alles! Wir machen so. Mein lieber Thomas, bitte nimm Platz. Ja, ich versuch's gut. Mal. Ja. Ja, es ist nicht so gemütlich wie der Doppelpassstuhl, leider. Das stimmt. Und wir haben auch kein Weißbier. Der ist übrigens blau. Nee, nee, Weißbier haben wir auch nicht. Nee, wir haben mein lieber Thomas, und kleine Gläser haben wir. Hm, was ist los mit euch? Ja, weiß auch nicht. Wir lernen noch von euch. Mein lieber Thomas, wir wollen auch gleich anfangen. Du bist ja nun seit vielen Jahren schon Wahlhamburger. Da kommen wir nicht drum um. Das stimmt. Das obligatorische Thema, das uns alle im Augenblick nicht beschäftigt, sondern mehr belastet, den Nichtaufstieg vom HSV anzusprechen. Ja. Ein paar Worte von dir dazu. Weil du bist ja nun wirklich jemand, der... Pass auf, Kalle, ich erzähle was. Ne? Bitte. Von heute. Ja. Ich habe Mario Gomez am Flughafen in München getroffen. Und er sagte auch, Gott sei Dank war der HSV so blöd, dass sie aufgestiegen sind. Naja, klar, ohne Stuttgart wäre nicht aufgestiegen ohne HSV. Ja, ne? Also wenn man von sieben Spielen, vier Spielen durch in der Nachspielzeit verliert, ne, das ist eine Leistung. Aber so ist es eben die ganze Geschichte. Nein, schade. Es ist schade. Mehr als schade. Weil, also wir leiden das mehr als bei der Hamburger. So, ne? Wir leiden auch mit. Ja, alles. Also, es ist ja auch so viel. Sportlich sind wir halt im Moment. Ja, Zweitklasse. Zweitklasse, da weißt du, kein Abdörfinger hier, ne? Ja. So. Nun muss man ja dazu sagen, was glaubst du denn aus deiner Sichtweise, weil du hast dasselbe, bist Moderator einer großen Fußballsendung hier, ich unterhalte dich auch ständig darüber, was glaubst du denn, woran es dieses Jahr gescheit ist? Im Grunde ist es das letzte Mal ähnlich wie letztes Mal. Aber was meinst du denn wirklich als gestandener, langjähriger Fußballprofi und der auch beruflich damit verbunden ist, mit den ganzen anderen Experten ständig darüber sich auszutauschen? Was glaubst du denn, woran es gescheitert ist in den letzten Spielen wieder? Ich versuche es mal ganz einfach zu formulieren, was mein Eindruck von außen ist. Ne? Wir sind ja nicht bei Wir sind alle von außen. Genau. Wenn du in den letzten Minuten solche Spiele immer vergeigst, auf gut Deutsch, dann ist es ein mentales und vielleicht auch ein körperliches Fitnessproblem. Und das glaube ich. Also hat der Trainer nicht wenig Schuld, also nicht unerheblich Schuld. Weil der muss ja diese Leute einstellen mental und er muss dafür sorgen, dass sie fit sind. Das ist nun mal Aufgabe des Trainers. Er steht nicht auf dem Platz, aber die Einstellung, die hier für so eine Mannschaft und immer wieder Spieler aufzustellen. Also ich habe ja schon Mutmaßungen angestellt, die ich hier nicht wiederholen möchte. Okay. Was ich nicht verstehe, ist wirklich, ne? Du machst das 1-2 gegen Sandhausen zu Hause. Ne? Du weißt, Bielefeld führt schon 3-0, glaube ich. Ja. Verbessert nicht sonst? Ja, 2-0. Oder 3-0. Ja, auf jeden Fall. Das Ding war durch. Ne? Und dann, hallo? Sandhausen ist gerettet. Also warum schaffst du es dann nicht, in den, wie viele Minuten waren das noch? 30? 63 war, glaube ich, das Tor. Ja. Also es waren auf jeden Fall eine knappe halbe Stunde. Wenn du das nicht schaffst, hast du es einfach nicht verdient. Nee, das muss man einfach so sagen. Ne? Aber das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, das verstehen wir alle nicht. Also das ist ja das Problem. Ja, also ich habe ja in der ganzen Saison auch zahlreiche Trainingseinheiten gesehen. Ich fand jetzt nicht, dass wenig Zucht drin ist oder dass sie, dass sich da jemand jetzt dauerhaft hat, hängen lassen. Man muss, glaube ich, auch Dieter Hecking zugute halten, dass er viel versucht hat zu tun. Nein, ich mag Dieter sehr gerne. Er hat Zoom noch dazu geholt. Ja, und so weiter. Er hat ja viel versucht zu moderieren. Ich glaube eher, die Frage ist, konnte Dieter Hecking zu diesem Zeitpunkt einfach diese zweite Liga mit diesen Ansprüchen, die diese zweite Liga vielleicht hat? Oder ist vielleicht die Fähigkeit eines Dieter Hecking auf diesem halbwegs europäischen Top-Niveau inzwischen. Und das funktioniert einfach gar nicht mit zweiter Liga. Aber nochmal, du hast die Chance im letzten Spiel. Ne? Ja. 1-2, du kommst dran. Hm? Und war mal ein Spiel auf dem Platz? Ja. Ich habe nicht gesehen, die Jungs sind alle nett wahrscheinlich. Und aber das war es auch schon. Ne? Ja, das ist dann wahrscheinlich aber auch ein Resultat aus den Wochen davor. Aber ne? Du musst dann beißen, oder? Ja, klar. Klar, muss also beißen. Muss Fazit beißen. Ist, glaube ich, denn hier, wie du schon sagst, und ich sage es wirklich ungern, weil ich ja Hamburger bin, ich jetzt was zu sagen. Nee, Pauli auch sagen. Aber Fazit ist einfach, sie haben es nicht anders verdient. Wer so dusselig ist denn hier, der muss in der zweiten Liga weiterbleiben.
Leider Gottes. Ja, es gab genug Chancen. So wie es also, tut. So sieht es aus. Ja. Also mehr als und es kehrt ja auch immer wieder in Hamburg. Es ist so. Ja jetzt auch ja, heute tagesaktuell, so sind ja. wir, ist es ja passiert. Dieter Hecking am Sonntag ja, wurde bekannt gegeben, dass sein Vertrag nicht verlängert. Heute ja. wurde offiziell vorgestellt Daniel Thune. VfL, ja. Vom VfL Osnabrück kommt er. Laut Bild ca. 300.000 Euro Ablöse zahlt der HSV für Herrn Thune. Was deine? Ja, schon wieder? Ja. Ja, 300.000. Und meistens sind die Kollegen so sehr gut informiert. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte. Ja, aber es gab wohl eine Ausstiegsklausel, weshalb sie ihn überhaupt bekommen haben. Er hätte ja noch Vertrag gehabt. Aber wie auch immer. Nein, er hat das gut gemacht in Osnabrück. Nochmal. Sehr, sehr gut sogar. Mhm. Sehr, sehr gut. Aber die Erwartungshaltung in Hamburg ist halt ganz anders. Aber geben wir ihm eine Chance. Komm. Und man muss aber ja sagen, ein anderer Verein, der hier nur 200 Meter Luftlinie entfernt ist, ja, der FC St. Pauli, der hat sich auch um Daniel Thune bemüht. Naja, das kann ich vorstellen, dass er sich da noch lieber als Frau vorzieht. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, St. Pauli ist auch kein einfaches Pflaster, aber das meine ich, ja. Wenn du das von außen betrachtest, was in den letzten Jahren beim HSV passiert ist, würde ich jetzt aus erster Instanz sagen, ob ich mich sofort für den HSV entscheiden würde, weiß ich nicht. Der Unterschied ist folgendes. Ja. Der HSV hat, auch wenn er es nicht schafft, hat aber trotzdem das Bedürfnis, aufzusteigen und den Wunsch. Während bei St. Pauli der Wunsch nicht da ist und das Bedürfnis schon mal gar nicht. St. Pauli würde am liebsten in der vierten Liga spielen, da könntest du zu jedem Auswärtsspiel mit dem Fahrrad fahren. Das ist das Pendel. Warum glaubst du das? Weil das so ist. Das ist so. Der Vorstand hat Angst davor, der Trainer hat Angst davor und die Spieler haben Angst davor. Und die Fans schon mal gar nicht. Das ist so. Glaub es mir, ich bin jedes Spiel da. Ne? Also wie auch immer. Aber bravourös ist ja Bielefeld aufgestiegen. Ach, sensationell. Und du hast bei Bielefeld deine Profilaufbahn angefangen. Ja, ich habe mich so richtig? Gefreut. Ich habe mich so das gefreut. Das meine ich. Also richtig, erzähl mal. Und die haben das richtig gut gemacht. Da musst du echt sagen, ey. Die haben. Ich hab nichts gesagt, anbrennen lassen, die haben alles richtig gemacht. Nee, und wenn sie schlecht drauf waren, haben sie zumindest nicht verloren. Ne? Also alles richtig. Aber ist das vielleicht auch diese Expertise, die so ein Uwe Neuhaus hat, aus so vielen Jahren zweiter Liga, der einfach ganz genau weiß, wie diese Liga funktioniert? Ja, erster Punkt. Zweiter Punkt war natürlich endlich mal auch da die ganzen mittelständischen Unternehmen zusammenzubringen. Also auch finanziell das mal auf eine gesunde Basis zu stellen, muss man einfach sagen. Und das machen sie in Bielefeld überragend. Und ich fand in der zweiten Liga, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber hatten sie einen riesen Vorteil. Sie hatten vier Stürmer. Muss ich etwas lauter sprechen, vorsichtshalber, wegen der Mikrofon. Ich kann nicht. Ich nuschel ja, immer. Nee, aber, ich nuschel immer. Sie haben Fabian Klos, ne? Ja. Was? Vorsommer. Ja. Aber dann hatten sie ja im Hintergrund dann auch Shiplock und wie sie alle heißen, und Klaus und so weiter. Ja. Also sie konnten immer nachlegen, wenn die nicht funktioniert haben. Selbst ein Sven Shiplock. Ja. Der hier in Hamburg ja, bekanntlicherweise überhaupt nicht funktioniert. Aber der als Joker dann super funktioniert hat. Ja, in Kiel, also von der letzte Sekunde oder letzte Minute. Hallo, meine Arminia, überragend. Und blau, 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 ich finde es gut. Sie haben im letzten Spiel sich auch nicht hängen lassen gegen Heim. Nee, genau. Sie haben immer gerannt. Der HSV das hätte nur eben, haben wir schon durchschaut, unentschieden spielen müssen. Genau. Und das macht den Unterschied aus und dann ist es so. Aber nur mal zu dir, wir sind ja glücklich, dass ihr bist ein sehr, wirklich sehr erfolgreicher Fußballprofi gewesen. 389 Bundesligaspiele, 70 Spiele in der Nationalmannschaft. Ja, fast nicht 68. Das hat er extra auswendig gelernt für dich. Ist übertreibend. Das waren es nicht 389? Nee. Meine Redaktion. 68 war das. Da tue ich wieder so, als wenn ich das wüsste. Dabei verlasse ich mich nur auf das, was du sagst. Aber es klang gut. Ja, es klang gut. Nein, aber und dann natürlich mit Bayern München, Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger und Europameister. Mhm. Erzähl mal. Was geht den solchen Spielern dann vor? Das ist ja nur ein Titel, den man nicht alle Tage gewinnt. Das ist ja ein Lebensereignis so, ne? Du meinst jetzt die Europameisterschaft? 96, ne? Ja. Also wo du selbst dabei warst, das meine ich. Ja, du warst ja im Wembley-Stadion auch, ne? Nee, war ich nicht, leider nicht. Scheiße. Leider nicht. Kleine Kabine, ungefähr so wie hier, ne? Aber. Nicht viel größer. Mhm. Und du weißt, wir haben gewonnen. Berti Vogt und Helmut Kohl waren drin. Und dann war die Kabine voll. Das war nicht. Ja. Ihr lacht jetzt da hinten zurecht. Das ist unglaublich. Und wir alle, die Spieler waren hinten. Ja. Hinten, das nennt man eine Dusche heutzutage. Ne? Ja. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da waren so zwei, drei Wannen. Also Badewannen. Ja. Entschuldigung bitte.
Ach, ehrlich, so? Ja, so. Und das große Wembley-Stadion, so ein kleiner Mief. Ja, und Klinsmann war in der einen Wanne und irgendwie einer noch und die stand unter der Dusche, weil Helmut Kohl natürlich damit Berti den Whisky, den Jürgen Kohler besorgt hat, ausgesoffen hat. Und wir hatten nichts. Jetzt kommt ihr. So. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Nee, dann zurück ans Hotel. Noch schlimmer. Ne? Landmark hieß es, glaube ich, in London. Ne? Hotel. Landmark, ja, ja. Ja, aber so. Große Feier, dachten wir. Ja, Matthias Sammer kam natürlich wie immer sehr spät. Lieber Matthias. Warum kam der immer so spät? Ja, weil er keinen Bock auf Feiern hatte. Ah, alles klar. Weißt ja. du, kennst du doch die. Ne, ich kenne die nicht persönlich, nee. Deswegen kann ich nicht beurteilen. Und dann sagten die um 2 Uhr, nee, um 3 Uhr. Nee, ihr müsst keine Feier mehr. Es gibt nichts mehr zu trinken hier. Null. Ich sag, warum? Ja, wir haben nächsten Tag eine Veranstaltung, Bankett hier und was auch immer. Wir brauchen den Alkohol. Nee, neuen Aufbau, ne? Für das neue Boris Bankett. Becker war auch da, Boris war auch dabei. Ja? Sag mal, wollen die uns hier so komplett verarschen oder was? Haben wir alle Minibars leer gemacht im Hotel und dann, ja. Ja, haben wir das Hotel damit. Das sind die Dinge, die man nicht erfährt nachher in den Medien. Aber du kennst ja solche Geschichten. Ja, schon, aber jetzt das. Also ich hätte jetzt Wembley, das ist ja nun ein Tempel ist im Fußball, ja? Das wäre mit dem Stadion, ne? Das hätte ich schon ein bisschen professioneller ausgestattet gedacht. Damals in dem alten Stadion waren es ganz kleine Kabinen, muss man echt sagen. Und das Schlimme war noch, vor dem Finale, da kamen die Engländer, ne? Kapelle, das Feld. Und die Tschechen und wir standen da, ey, wir müssen uns warm machen. Zwischen den Kapellen, oder zwischen der Kapelle, einfach aufs Spielfeld gelaufen, haben uns da warm gemacht. Ne? Das ist unglaublich. Dann kam die Queen. Ne? Ah, Lizzie. Und übrigens, ja, das Einzige, was ich hier zugute halte, sie hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Deswegen vergesse ich meinen Geburtstag auch nicht. Und dann kam die auch noch runter. Und alle haben nur gedacht, bitte, bitte, lass uns einfach nur spielen. Wir wollen spielen. Also sie kam vor dem zum Gratulieren, vor dem Spiel oder ja, nachher? Nee, vorher und nachher. Ja, nachher ist ja klar. Ja, aber vorher schon. Ah, na gut. Man muss mal die Kette einhalten, alles ist das persönliche Baulich. Ich kann es jetzt endlich mal losgehen. Aber jetzt gemacht, ne? Und Bonhoff hat ja das erste Golden Goal, nicht Bonhoff hier. Bierhoff, das erste Golden Goal gemacht, ne? Ja. Damals das legendäre. Der tschechische Bierhoff, Bonhoff. Nee, also Oliver Bierhoff hat es geschafft, ja. Oliver war echt. Vielleicht die Geschichte noch dazu? Ja, bitte. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben Zeit ohne Ende. Hallo. Wir sind ja nicht wie beim Fernsehen gebunden. Und Olli wird mir das nie verzeihen, aber es ist so gewesen. Tag vorher, vor dem Finale, kommt Olli zu mir und Mensch, Thomas. Also ich war, ich hatte beide Knie schon verbunden. Müller-Wofer sagte dann damals, geh doch mal laufen im Park, ne? Im Hyde Park oder ich weiß nicht mehr. Ist völlig wurscht. Und Olli Bierhoff sagt, kann ich mal bitte mitlaufen? Ja, komm mit. Klar, warum nicht? Du kannst nicht alleine laufen. Bierhoff sagt, weißt du, ich verstehe das nicht. Ich bin ja so außen vor und alles ein bisschen schwierig. Bis dahin hat er, glaube ich, hat er nur einen Einsatz. Ich weiß nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann zu Olli nur einen Satz gesagt, so weiß ich noch, wir sind so lange gelaufen, dass ich schon fast wieder Schmerzen bekommen hatte. Olli, als Stürmer kommst du irgendwann sowieso rein. Da musst du da sein. Schaffst du. Ja. Und er hat das gemacht. Am nächsten Tag hat er das gemacht. Ja, herrlich. Und auf einmal. Ne? Ja, und dann bis heute, kann er sich an dieses Gespräch komischerweise nicht erinnern. So. Aber du bist ja dem Fußball trotzdem ja auch weiter treu geblieben und moderierst ja inzwischen den Doppelpass am Sonntagmorgen. Ihr hattet jetzt auch ohne Zuschauer, ne? Während Corona. Natürlich, ja. Also auch Geister, Atmosphäre. Ja, nicht schön. Hotel nicht schön. Nee, sogar im Studio erstmal, nicht im Hotel. Okay. Ja, mussten wir machen, weil das Hotel auch komplett geschlossen hatte und das war schon...
Blöde. Ja, klar. Mhm. Geschichte. Ist ja so. Aber müssen wir nun alle durch, wir haben auch nur einen kleinen Raum und so. Wie gesagt, du bist ja nach wie vor dem Fußball treu geblieben als Moderator einer großen oder der großen Fußballsendung im Privaten. Und hat dich irgendwann mal gereizt oder hattest du mal Überlegungen gehabt, denn hier aktiv im späteren Fußball, sprich als Trainer, Manager oder Betreuer so im Verein tätig zu werden? Nee, Trainer nie, habe ich sofort abgelehnt. Nie. Mache ich auf keinen Fall. Betty Vogts hat damals gesagt, es gab so einen 6 Wochen Lehrgang, genau. Mhm. Mit Jürgen Klinsmann, Luther, Andi Bremer. Ging ja zu dem Zeitpunkt noch, ne? Ja, heutzutage ist das beim DFB nicht mehr möglich. Mach das, kannst du U21 zu... Nein, sag ich, will ich nicht. Ich möchte nicht Trainer werden. Ich sag, warum? Ja, ich möchte nicht jeden Tag wieder auf dem Rasen stehen, ne? Also nicht... Und außerdem hören die 25 Bekloppten da unten. So. Ja, das ist so. Ne? Das ist eine konsequente Entscheidung, ne? Wenn man sagt, ich bin mit dem Fußball verbunden, aber kann, nicht das als Aktiver. Klar, also, und dann habe ich natürlich auch meine Frau irgendwann nicht nur kennengelernt, geheiratet und geliebt. Und Jasmin. Immer noch, ja, genau. Und die hat gesagt, ja, wir heiraten, aber wenn du im HSV, wenn du was machen willst, dann nur im HSV oder in Hamburg. Ja. So, können wir das nochmal? Wird das nochmal deutlicher haben? Nein, du hast ja eine. Also in der Region. Ich meine, die Frau Jasmina ist eine bezaubernde, eine richtige Schönheit. Ich Jonas und ich kann. Ihr kennt euch auch, lange. Wir kennen uns, ja, wir kannten uns schon bevor. Also jetzt nur von der Szene. Nein. Nur von ich kenne die Geschichte. Ja, in Hamburg. Ob das, was sagen wir jetzt, ob du es glaubst oder nicht? Ich weiß nicht, ob sie sich noch dran erinnert. Sie hat damals bestimmt gedacht, das ist ein Scherz oder so ein dummer Anspruch. Aber ich spreche ja nie Frauen an. Ich hatte ihr mal eine Filmrolle angeboten gehabt. Ich habe ein Buch geschrieben und dann war sie genau diese Sally gewesen. Es war so 1:1. Ne? Und das hat sie aber natürlich so abgetan. Hat sie das erzählt mal? Ja. Ja, wirklich. Also sie hatte damals bestimmt gedacht, weil... Hat sie. Ja, der spinnt und sonst so eine Sache. Das ist wirklich wahr. Aber das war so, weil sie war eine Figur, eine Frau, die in jedem Laden auffiel, wenn sie in der letzten Ecke stand, aber weil sie eine Naturschönheit ist. Drin. Also was so ganz Besonderes ist. Drin. Also wie gesagt, Glückwunsch dazu. Gut, können wir jetzt weiter über Fußball reden? Ja, gehört ja dazu. Das ist ja auch, weshalb du dich, pass auf, aber das ist ja auch, weshalb du dich wahrscheinlich wohlfühlst in Hamburg, im Hafen der Ehe eingelaufen bist du hier. Das ist ja nicht unwichtig, verstehst du? Wenn man glücklich ist und zufrieden alles. Also Glückwunsch nochmal, das finde ich ganz tolle Geschichte. Das Ganze. Jetzt weiter über Fußball. So, jetzt erwischst du selbst mich auf dem falschen Fuß. Ah, jetzt erwisch ich auf den falschen Fuß hier. So. Ich war gerade dabei, die Telefonnummer von Jonas Polt rauszusuchen fürs Jobangebot. Ja, gebe ich dir gleich. Ich hab sie. Ich hab sie. Achso, ich hab sie. Ja, ich hab sie. Achso, ich hab sie. Ich hätte euch das nochmal. Was glaubst du denn, was in der nächsten Saison, das ist dann wirklich das große Orakel, verstehst du, wie Tintenfisch-Orakel das Ding, was glaubst du denn, wie unsere beiden Hamburger Vereine, weil du bist natürlich auch. Weil du in der Stadt lebst, halt, dann kriegst du auch alles dann hier nah mit und du sowieso diese Sendung moderierst. Was glaubst du denn, wie die beiden Vereine sich in der nächsten Saison etablieren werden? Meinen Aufstieg macht mir ja gar nicht mehr dran denken, ne? Finde ich. Mein Glaube ist da dahin geschwommen. Und es wird nicht. Und ich weiß nicht, weißt du schon, wie Bremen gespielt hat? Wovon haben wir 1:0 geführt. Geführt, ja, okay. Weil wenn die gewinnen. Drin, glaube ich. Ja. Ja. Ich gebe die Frage zurück, was glaubt ihr? Ja, ich... sich zwar nicht, aber ich... Also St. Pauli wird wie immer da im Mittelfeld spielen, wahrscheinlich im hinteren Mittelfeld, aber wird drin bleiben, weil so gut sind sie schon, dass sie nicht absteigen werden. Aber ich habe ernsthaft... Aber warum wollen die nicht aufsteigen? Sag die mal. Wollen nicht, das ist so amtlich wie das... Das verstehe ich immer nicht. Das ich auch nicht, deswegen bin ich ja so im Clinch mit dem Lieblingsverein von mir und bin da mal stehen und fluchen. Ja. Und du musst mal sehen, du hast dann wirklich überall gespielt und ihr seid gefeiert worden, aber ihr seid auch dann nicht so gefeiert worden, wenn ihr Scheiße gespielt habt. Aber wenn wenn FC St. Pauli wirklich Scheiße spielt, in der letzten Runde dann gegen den Schlimmsten, den Letztplatzierten verliert, dann werden sie am Ende gefeiert, als wenn sie die Champions League gewonnen haben. Und das ist schlimm. Du kannst nicht jemanden immer nur feiern, auf die Schulter klopfen. Wenn er schlecht steht, dann musst du es auch mal die Kante geben oder zumindest den Ellbogen und sagen, so nicht. Das ist nicht der Fall. Das ist das Problem.
gespielt beim FC St. Pauli. Glaube es mir, das habe ich schon vor, ach Gott, ich war mal Mitglied da. 2002 habe ich ja schon gesagt, bei einer Vollversammlung im CCH, der FC St. Gut. Pauli, die wollen alle, da saßen die Männer saßen da mit einem Strickzeug. Also ich bitte dich, was ist das denn für eine Fanbase? So, es ist kein Blacks, ne? Was ist denn? Womit? Mit einem Strick, die haben gestrickt. Wann war das denn? 2002. 2002 im CCH ist wirklich wahr. Ich war ja da und als ich auf die Bühne ging, dann haben sie erstmal alle und dann kam das Ding, da mussten selbst die lachen, weil ich habe ja gesagt, wortwörtlich, das ist nur der schon 18 Jahre alt, dieser Spruch, der FC St. Pauli würde am liebsten in der vierten Liga spielen, dann können sie mit dem Fahrrad zum Auswärtsspiel. Ja, so 18 Jahre her. Ja. HSV. Du jetzt. Ja, schwieriges Thema. Also ich glaube, ich traue das Jonas und ich glaube auch Daniel Thune grundsätzlich zu, das zu moderieren. Ich glaube, wenn du eine vernünftige Mannschaft zusammenstellen kannst, ist die wichtigste Frage am Ende, wie moderierst du das Ganze? Und das ist, glaube ich, auch das, woran Dieter Hecking am Ende dann gescheitert ist. Er hat es eben in diesem Kollektiv nicht mehr moderiert bekommen oder nicht mehr so moderiert bekommen, dass alle auf dem Platz sagen, wir stehen hier als Einheit aber und wollen du, 120% geben. Was heißt denn moderieren? Eine Mannschaft naja, wenn du, heißt. Ja, gut, ist natürlich ein einfach gesagt zu dem Zeitpunkt. Aber du hast ja eine gewisse fußballerische Qualität auf dem Platz. Das brauche ich dir ja nicht sagen. So. Und dem brauchst du nichts mehr beibringen. Wer gut ist oder wer gut drauf ist oder nicht. Auch im Training. Solltest du sehen, oder? Ja. Als Trainer? Ja. Ja, klar. Und ich weiß nicht, ob du immer moderieren musst. Die spielen. Ja, gut. Ja, eine feste Startelf gehört sicherlich auch dazu. Ne? Ich weiß, das Moderieren haben wir auch immer. Das haben wir auch immer. Ja, Hansi Flick hat das super gemacht. Finde ich auch. Persönlich. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ja, Hansi Flick hat so Weltklasse-Leistung abgegeben. Hat natürlich auch viel Qualität. Ne? Na, der hat aber, Qualität. Aber glaubst du, dass er wirklich viel inhaltlich anders gemacht hat, ja, als Kovac dann am Ende? Ja. Oder hat er einfach nur die doch Sachen, die Kovac gemacht hat, anders gemacht und damit eben dieses berühmte moderiert. Na gut, er war ja Co-Trainer, weißt du. Er hat schon, glaube ich, schon drauf geschaut und er wollte was anders machen. Und er hat es anders gemacht. Das ist auch jetzt hier bei der Schlussfeier. Ja gut, natürlich aus Hamburg nicht nah dran an München. Also da sehe ich wiederum ich kein Training. Aber letztendlich natürlich erfolgreich. Das ist auch jetzt wieder bei der Schlussfeier, als sie schon gewonnen hatten und feiern, wie er auf Einzelspiele hingegangen hat, die nochmal zu sich geholt hat, und angenommen hat. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Der Kovac ist da hingekommen mit dem Starting, hat er vorher auch gerade die Bayern im Pokal rausgeworfen gehabt mit Frankfurt. Ja, und sie rausgeworfen. Ich fand den trotzdem nicht schlecht, den Nico Kovac. Ja, aber trotzdem ist egal. Ich fand finde Flick gut und ich glaube, das ist auch gut, dass sie ihn weiterhin verpflichtet haben. Man muss nicht irgendwelche spanische Trainer haben, wir sind in Deutschland, wir haben 84 Millionen Menschen. Da wird es doch jemanden geben, der einen Fußball trainiert also, machen kann. Dann nochmal abschließend deine Einschätzung zum HSV nächste Saison. Ja, ich mache mir wie jedes Jahr Sorgen. Ne? Ja, das machen wir uns alle. Also mit anderen Worten, es wäre ein Wunder, wenn sie aufsteigen. Wunder vielleicht nicht, aber man wird nicht mehr drauf setzen. Du hast natürlich ein Schwergewicht mit Stuttgart und Bielefeld hast du weg. So. Ja, denken wir immer. Das haben wir ja schon zweimal gedacht. Hier zum so dicht sie dran. Ja, gut, ist natürlich müßig jetzt am Ende, ne? Aber das geht nur ein Lehrgang in Verlies. Das ist das Einzige, was hilft in dir. Nur ein Lehrgang in Verlies. Das muss ich auch sagen. Ne? Genau. Ein bisschen Druck. So unter Nachbarn kannst du ja da mal. Wir arbeiten dran. Ja. Mein lieber Thomas. Bitte? Wir arbeiten dran. Ne? Wir arbeiten dran, gerne. Mein lieber Thomas, auch du hast natürlich die Möglichkeit, noch irgendetwas hier kundzutun, was dir persönlich auf dem Herzen liegt oder wo du jemand grüßen möchtest oder wie auch immer. Wir sind da ganz relaxed. So viel auf dem Herzen. Komm, lass raus. Echt jetzt? Ja, bitte. Ach, ich hab's. Zwei ganz liebe Kinder, Benny und Marcel, in Freiburg. Die haben eine Genkrankheit. Duchenne heißt das. Was heißt das? Wie heißt die? Die sind nur Rollstuhl seit Jahren. Wie alt? Und den beiden, Wie alt ungefähr? 18 und 14, glaube ich. Ach doch, schon so. Den beiden geht es nicht besonders gut. Die haben wirklich Rollstühle. Also das ist angenehm, schwierig und die würde ich ganz lieb grüßen. Tun wir hiermit auf diesen Weg. Die besten Freunde. Ja. Applaus. Ja. 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 Ja.
mein lieber Thomas, wir haben natürlich auch für dich einen Kaffee. Ich hoffe, deine Frau wird das genehmigen, dort in den Domina Espresso. Was ist denn das? Den Kaffee. Kaffee. Das ist eine spezielle Bohne, die wird also vom Freund von mir, Michael Funk, der hat diese Firma, diesen Kaffee gemacht, das nennt sich St. Pauli Coffee. Cool. Und die haben so wirklich erstklassigen, möchte schon handverlesenen Kaffee, der wird gemacht und hat natürlich kiezbezogene Namen. Da gibt es den Luden Espresso, den Ludenkönig, da gibt es den Domina Espresso, da gibt es auch Separé 13, das ist das, die Loge in FC St. Pauli, weil da heißen ja die, die Logen Separés, ne? Du meinst auch, ich kenne mich gar nicht aus. Ne? Nein, ich sage. Nein. Ich sage das ja. Das ist der Standardprozedere. Nein. Das darfst du jetzt nicht kaputt machen. Nein, oh, Thomas, Thomas, ich muss das immer sagen, weil die Zuschauer immer nicht wissen mit Separé. Und im Verlies dann denken sie, aha, das ist ja verschieden. Deswegen wollen wir das sagen, dass es also mit Fußball was zu tun hat. So, das wollen wir dir natürlich auch geben, nachdem unsere bezaubernde Nadine dich von den Fesseln befreit hat. Und einen brennenden Applaus. Vielen, vielen Dank für Thomas. Ja. Vielen Dank, hey, vielen Dank. Habe ich das Ding jetzt versaut gerade? Ja. Nein, im Gegenteil, du hast es gerettet. Alles los, guck mal. Und wir haben auch nur eine Viertelstunde überzogen. Nicht mal. Es tut mir leid jetzt, wenn ich. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Hier ist der Kaffee mit einer Handschelle. Ach, den kriege ich wirklich? Ja, ne, den meine ich. Ach so. Was denkst du denn? Das erste das Mal, dass ich in der Sendung wirklich was bekomme. Siehst du? Das hättest du schon vor 2,5 Jahren haben können. Okay, recht herzlichen Dank, meine Lieben am Monitor. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich glaube, heute wird unsere Zeit versetzt gesendet. Hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen. Nun, aber wie auch immer. Und ja, vielen Dank. Adieu. Applaus, Applaus. Tschüss, Applaus, bis zum nächsten Mal. Bei der ersten Montag im Monat. Taking care of business. Taking care of business.